Ich bin Annette Vohwinkel, ich bin Kulturwissenschaftlerin und Historikerin, eigentlich hauptberuflich Historikerin, und arbeite am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Und da leite ich die Abteilung für Mediengeschichte und habe selber einen Schwerpunkt in der Geschichte der Fotografie und auch ein bisschen der bildenden Kunst und versuche immer so ein bisschen die Zusammenhänge herzustellen zwischen Geschichte, die ja als Wissenschaft eher textlastig ist und mit Textquellen arbeitet, und der sehr vielfältigen Welt der Bilder, aus der ja Geschichte auch besteht. Das rutscht bei uns immer so ein bisschen an die Seite, wird aber im Laufe der Zeit immer besser. Also immer mehr und mehr Kollegen und Kolleginnen beschäftigen sich auch mit Fotografie oder manchmal auch mit bildender Kunst. Der Vortragstitel meines heutigen Vortrags kommt dadurch zustande, dass ich vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben habe, das heißt, das hat den Titel Agenten der Bilder, ist übrigens deshalb nicht gegendert, weil es um Fotojournalisten geht, die zumindest in der Zeit, über die ich schreibe, zu 95% Männer sind. Also Frauen sind wirklich eine kleine Minderheit und tauchen auch in einem Unterkapitel auf, aber der Titel des Buches ist trotzdem die männliche Form geblieben. Vielleicht auch, weil sich ja doch die Sprachgewohnheiten in den letzten 5 Jahren noch mal ein bisschen verändert haben. Heute würde man das vielleicht nicht mehr machen, aber gut, das Buch ist gedruckt und dabei bleibt es jetzt erstmal. Bevor ich jetzt mit meinem eigentlichen Thema anfange, also mit den Künstlern und Kunstwerken, über die ich sprechen möchte, möchte ich noch einmal kurz erklären, was ich eigentlich unter Agenten der Bilder verstehe. Unter Agenten verstehe ich die Leute, die in irgendeinem Sinne was mit Bildern zu tun haben. Und ich gucke jetzt mal auf meinen Zettel hier. Ich habe es mir nämlich notiert, was man mit Bildern alles machen kann. Man kann sie produzieren und reproduzieren. Man kann sie redaktionell bearbeiten, um sie dann zu veröffentlichen. Man kann sie kuratieren. Das sieht man hier in der Ausstellung. Man kann Bilder kaufen oder verkaufen. Man kann sie sammeln, archivieren, restaurieren. Man kann sie, das ist ein Thema, was in der Öffentlichkeit immer besonders viel Resonanz bekommt, man kann Bilder manipulieren, das bezieht sich vor allem auf Fotografien, aber auch auf Gemälde. Man kann ja auch Gemälde nachträglich verändern. Man kann Bilder prämieren oder auszeichnen. Das sieht man daran, dass, ich glaube, gefühlt die Zahl der Fotopreise in den letzten 10 Jahren sich mindestens verdoppelt hat. Also besonders bekannt ist der World Press Photo Award, der jedes Jahr verliehen wird im Bereich Fotojournalismus. Aber es gibt natürlich auch Kunstpreise und Preise für andere Formate. Man kann Bilder auch zensieren, also man kann sie verschwinden lassen, man kann sie zerstören oder vernichten und man kann sie auch verbal attackieren. Das sind alles Dinge, von denen ich sagen würde, das sind, also wer das macht, ist ein Agent der Bilder im positiven oder auch im negativen Sinne. Aber man muss irgendwas veranstalten. Also Bilder bringen, das fängt ja schon damit an, dass Bilder sich nicht selbst in die Welt bringen. Also zumindest dann nicht, wenn wir von Bildern sprechen, die man anfassen oder kopieren oder reproduzieren kann. Also nicht, ich spreche jetzt nicht von Bildern im Sinne von Sinneseindrücken. So, und wenn man das jetzt runterbricht auf die beteiligten Gruppen, teilweise auch professionelle Berufsgruppen, die an diesem Bildbetrieb beteiligt sind, dann kann man das übersetzen, das sind KünstlerInnen, FotografInnen, Bildredakteure, Bildredakteurinnen, Mitarbeiterinnen von Bildagenturen, Kuratoren und Kuratorinnen, Sammler und Archivare, Restaurateure, Jurymitglieder. Das können aber auch MitarbeiterInnen sein von staatlichen oder militärischen Zensurbehörden, zum Beispiel, also in historischer Perspektive könnte man das NS-Bildpresseamt nennen, was für die Zensur von journalistischen Fotos zuständig war. Das können aber auch MitarbeiterInnen von Institutionen sein wie der VG Bild, die über die Bildrechte im Bereich Kunst wacht in Deutschland, oder der Bundesverband der professionellen Bildanbieter, in dem sich die professionellen Bildagenturen zusammengeschlossen haben. Soweit werde ich jetzt erstmal zu dem Begriff Agenten der Bilder. Wie definiert man die, was machen die und wer sind die?
Und die Agenten der Bilder, die ich heute vorstellen möchte, sind, wie der Titel schon sagt, sind Künstlerinnen und Künstler. Und ich habe drei Beispiele rausgesucht, also drei Personen rausgesucht und werde von denen auch Bildbeispiele zeigen, mit denen ich nochmal argumentieren möchte, dass Künstlerinnen auch Geschichte machen. Also dass sie Geschichte nicht abbilden, sondern selbst historische Akteure und Akteurinnen sind, und zwar in ihrer Funktion als Bildproduzenten oder Bildproduzentinnen. Meine Beispiele habe ich chronologisch nach Lebensalter geordnet. Das sind Franz Masereel mit einem Gemälde, zweitens Georg Baselitz, auch ein Deutscher, was heißt auch, also Franz Masereel war Belgier, ein deutscher Künstler, Georg Baselitz, und zum Schluss Jael Bartana, die hier in der Ausstellung auch mit Werken vertreten ist. Darauf werde ich dann auch noch mal direkt eingehen. Franz Masereel war Belgier, wie gesagt, 1889 geboren und 1972 gestorben, ist bekannt geworden vor allem durch seine Holzschnitte, die er zu Büchern zusammengefasst hat, mit denen er quasi zum Vater der Graphic Novel geworden ist. Hat vor allem vor dem zweiten Ausbruch, vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs schon diese Novels produziert, die er selber auch nicht so genannt hat. Er hat sie selber als Romane in Bildern bezeichnet. Beispiele dafür wären Die Passion eines Menschen von 1918, also Ende des Ersten Weltkriegs, Mein Stundenbuch oder Die Stadt. Das können wir hier einmal kurz einblenden. In einer englischen Ausgabe, die ich deshalb ausgewählt habe, weil da das Titelbild besonders schön gestaltet ist und auch einen Eindruck davon gibt, wie diese Werke im Inneren aussehen. Es gibt von Masereel auch ein Buch, das ich mitgebracht habe aus meinem eigenen Bücherregal. Das trägt den Titel Krieg und Gewalt, enthält auch Holzschnitte, die genau das abbilden. Also hier zum Beispiel, ich habe es jetzt mal mehr oder weniger zufällig aufgeschlagen, Bild eines Luftangriffs, vermutlich aus dem Ersten Weltkrieg. Man könnte über Masereel jetzt noch sehr viel sagen, also zum Beispiel, dass er auch die Bücher von Freunden wie Romain Rolland, Stefan Zweig und Oscar Wilde illustriert hat, ich glaube auch von Thomas Mann. Und auch, ich glaube, eine Marx Engels, ich glaube, das Kommunistische Manifest, müsste ich jetzt allerdings nachgucken, sage ich jetzt mal so aus dem Handgelenk. Masereel stand politisch weit links, hatte auch enge Verbindungen in die Sowjetunion, wo er in den 30er Jahren mit offenen Armen empfangen wurde. Weitere Bekanntheit erlangte er 1937 durch Beteiligung an der Weltausstellung, Pariser Weltausstellung, wo er zusammen mit Louis Aragon und Maurice Thoré ein 3x7 Meter großes Wandbild produziert hat für den belgischen Pavillon, was allerdings weniger Aufmerksamkeit bekommen hat als Picassos Guernica, das in der gleichen Weltausstellung erstmals gezeigt wurde. Ich habe jetzt als Beispiel für Masereel ein Bild ausgesucht, das ein Gemälde ist, also kein Holzschnitt, eher für Masereel eher untypisch. Ich habe es hier einmal ausgedruckt, können wir aber auch im Detail vielleicht noch einblenden. Das Bild hat den Titel Kriegsflüchtlinge 1941. Es zeigt im Vordergrund drei Personen, die liegen und die Augen geschlossen haben. Mindestens eins davon ist ein Kind, was man an der Körpergröße erkennen kann. Und in der Mitte des Bildes sitzt eine vermutlich weibliche Figur, ganz genau kann man das nicht sagen, mit so einer Pietà-Pose, also die trauert offensichtlich oder ist in sich versunken. Bei den vorderen Personen habe ich mit Kollegen und Kolleginnen schon lange Diskussionen darüber gehabt, ob möglicherweise mindestens eine von den Personen tot ist. Ich glaube eher, dass sie schlafen oder ruhen. Und die Frau in der Mitte, sofern es eine Frau ist, ist auf jeden Fall sehr in sich gekehrt. Im Hintergrund sieht man eine ganze Menge von Menschen von links nach rechts durchs Bild laufen. Einige davon tragen offensichtlich Gewehre, also ich würde es jetzt mal als eine Menschenmasse beschreiben, die irgendwie von Polizisten oder Soldaten vor sich hergetrieben und so ein bisschen gepusht und kanalisiert wird. Am Horizont sieht man auch zwei wagenartige Gebilde, also ich würde vermuten, dass das entweder so Treckzüge sind oder vielleicht auch militärische Transportfahrzeuge, was auch immer. Die Stimmung ist insgesamt eher düster, der Himmel ist bewölkt. Man sieht allerdings am rechten Rand auch einen so einen ganz kleinen Sonnenfitzel,
wo ich jetzt sagen würde, gut, da ist der Optimist Masereel durchgekommen, der bei aller Kritik an dem Zeitgeschehen doch auch irgendwie eine bessere, als Kommunist eine bessere Zukunft geglaubt hat. Ich habe dieses Bild ausgewählt, weil es für mich eigentlich das Bild der Flüchtlingskrise 2015 war, was es aber nicht geworden ist, weil es in Privatbesitz war und auch immer noch in Privatbesitz ist und deshalb in Museen nicht auftaucht. Ich glaube aber, dass dieses Bild tatsächlich ein eminent politisches Statement ist, weil es völlig auf irgendwelche nationalen Symbole, Zeichen, Wimpel, Uniform oder sonst irgendwas verzichtet und im Grunde genommen eine universale Kritik zum Thema Flucht und Vertreibung ist, die ja heute so aktuell ist wie in der Zeit, in der dieses Bild entstanden ist, nämlich 1941. Was man auch noch dazu sagen sollte, ist vielleicht, dass Masereel selber nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Paris 1940 mit seiner Frau zusammen zu Fuß nach Südfrankreich geflüchtet ist. Und dieses Bild letztendlich auch seine eigene Flucht darstellt. Ich habe hier ein Zitat aus einem Interview mit Masereel, das ich kurz vorlesen wollte, also das den Hintergrund, den persönlichen Hintergrund dieses Bildes sehr gut einfängt. Und zwar schreibt er über diese oder sagt im Interview über diese Zeit: Wir wurden sehr oft bombardiert und mussten in Gräben versteckt bleiben oder unter noch nicht eingeholten Heufalmen. Ich besinne mich auch auf ein von seinen Besitzern verlassenes Gehöft, in dem wir für eine Nacht hatten Schutz finden können und vom Morgen an einem heftigen Bombardement ausgesetzt waren. An einem anderen Tage haben wir nicht weit von Orléans einen auf freier Strecke haltenden Zug bemerkt, der eine Menge Eisenbahner bis dahin gebracht hatte. Wir wollten in diesen Zug steigen und haben uns, da nirgends Platz zu finden war, im Tender inmitten der Kohle niedergelassen. Kaum war der Zug angefahren, als auch schon italienische Tiefflieger erschienen und uns bombardierten. Sie flogen so tief, dass ich die Gesichter der Piloten so deutlich sah, dass ich sie bis heute noch nicht vergessen habe. Masereel war außerdem beteiligt an einer Publikation mit dem schönen Titel »Wir haben kein Recht zu schweigen«, herausgegeben von einer Gruppe Dichter gegen den Krieg. Interessanterweise war, als ich diesen Satz gegoogelt habe, um nochmal rauszufinden, ob der jetzt tatsächlich von Masereel ist, bin ich auf eine Website gestoßen, die genau diesen Satz als Poster vermarktet. So ähnlich wie ja auch der Satz von Hannah Arendt, niemand hat das Recht zu gehorchen, letztes Jahr wegen der Ausstellung im Deutschen Historischen Museum so eine Art Posterkarriere gemacht hat. Also mit Sicherheit kann man Masereel also als einen Künstler beschreiben, der mit Bildern erstens politische Positionen bezogen hat und damit natürlich auch historische Ereignisse in ihrer Wahrnehmung geformt und kommentiert hat und damit auch in den Lauf der Geschichte eingegriffen hat. Das zweite Beispiel ist Georg Baselitz. 1938 als Hans-Georg Kern in Deutsch-Baselitz geboren, da hat er seinen Künstlernamen, den er sich 1961 zugelegt hat. Baselitz hat 1956 an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin-Weißensee angefangen zu studieren, also in der damaligen DDR, wurde aber wegen verweigerter Anpassung, wörtlich gesellschaftspolitischer Unreife, aus der Hochschule geworfen und studierte dann weiter an der Westberliner Hochschule der Bildenden Künste, was heute die UDK ist. Das alles war noch, also diese Übersiedlung war noch vor Mauerbau, sodass das auch noch relativ problemlos für ihn möglich war. Ab Ende der 60er Jahre hat Baselitz dann die Bilder gemalt, die man so auf den ersten Blick oder ersten Gedanken mit ihm verbindet, was sein Markenzeichen ist, nämlich Motive auf dem Kopf zu malen. Ich habe jetzt, glaube ich, kein Beispiel da, aber ich vertraue mal darauf, dass Sie sich das vor Ihrem inneren Auge vorstellen können. Ausgewählt habe ich ihn als Agenten der Bilder wegen seiner Rolle im Streit um die Bedeutung der DDR-Kunst im Prozess der Wiedervereinigung. Und zwar hat darüber meine ehemalige Doktorandin Anja Tack ein wunderbares Buch geschrieben mit dem Titel Riss im Bild, was jetzt im Frühjahr auch als Buch erscheinen wird. Baselitz hat in diesem Bilderstreit ziemlich dezidiert Position ergriffen. Und zwar hat er 1990 in einem Interview für das Kunstmagazin Art behauptet, in der DDR hätte es überhaupt keine Künstler gegeben. Und auf die Rückfrage, ob Bernhard Heisig oder Wolfgang Mattheuer, also zwei der bekanntesten DDR-Künstler, denn keine Künstler gewesen seien, sagte er, und jetzt zitiere ich aus diesem Art-Interview:
Keiner von denen hat je ein Bild gemalt. Das sind Interpreten, die ein Programm des Systems in der DDR ausgefüllt haben. Die Künstler sind zu Propagandisten der Ideologie verkommen. Sie haben sich in den Dienst der guten Sache gestellt. Auf dem sogenannten historisch richtigen Weg haben sie die Fantasie, die Liebe, die Verrücktheit verraten. Spätestens seit dem Programm der Surrealisten wissen wir von allen Unnatürlichkeiten, zu denen Maler fähig sind, eben auch sich unter Kuratel zu ständen, wenn man politische Macht will. So, und dann kommt nochmal die Nachfrage im Interview, ob er denn jetzt alle DDR-Künstler als Jubelmaler bezeichnen würde. Daraufhin sagt Baselitz, keine Jubelmaler, ganz einfach Arschlöcher. Sie dürfen nicht vergessen, dass Deutschland zweifach war und bei den Künstlern war der malende Teil im Westen, ist in den Westen gegangen oder gegangen worden. So, die Frage ist, warum zitiere ich das jetzt hier? Also ich könnte jetzt meine persönliche Meinung dazu zum Besten gehen, dass ich das nicht besonders überzeugend finde, diese Position, weil Baselitz sich selbst so ein bisschen zum Maß der Dinge macht und ausblendet, dass Maler eigentlich immer unter bestimmten politischen Umständen arbeiten. Also egal, ob sie jetzt in der Diktatur oder in der Demokratie arbeiten, sie sind ja nicht alleine auf irgendeiner Insel. Und die Frage ist aus meiner Sicht, was macht man dann eigentlich damit? Ich glaube auch, dass man 40 Jahre Kunst und Kunstgeschichte nicht einfach ungestraft entsorgen kann. Dann kommt sie nämlich irgendwann zurück. Und schon mal gar nicht, wenn genau diese Kunst auf dem Weltmarkt auch gerade Spitzenpreise erzielt, dann wird es doch irgendwie, ist das alles nicht mehr stimmig. Das ist aber eigentlich gar nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist, dass damit eine Spaltung des Kunstbetriebs in vermeintliche DDR-Anhänger und DDR-Gegner forciert wird, die ich für wenig sinnvoll halte, dass damit auch möglicherweise Ausstellungen verhindert worden sind mit dieser Position, die eine kritische Reflexion hätten befördern können. Und auch, dass Baselitz mit solchen Positionen natürlich aktiv in den Prozess der Wiedervereinigung eingegriffen hat. Also er ist eine Stimme im öffentlichen Raum und natürlich hat sowas auch eine Wirkung. Für mich wird Baselitz dadurch zu einem Agenten der Bilder, indem er eben fordert, bestimmte Bilder zu bestrafen, aus dem öffentlichen Diskurs rauszuziehen, nicht mehr zu besprechen oder ihnen auch den Kunststatus abzusprechen. Das ist quasi das Gegenstück zu dem Künstler als Produzenten von Bildern, ist hier der Künstler eigentlich der Zensor oder der Bestrafer von Bildern. Soweit erstmal zu Baselitz. Mein drittes Beispiel ist Jael Bartana, die hier in der Ausstellung auch vertreten ist. Kurz die Eckdaten zu ihr als Künstlerin. Sie ist 1970 in Afula im Norden von Israel geboren, hat an der Bezalel-Schule in Jerusalem Kunst studiert und anschließend an der School of Visual Arts in New York. Wurde unter anderem als Multimedia-Künstlerin bekannt, hat sich sehr viel mit historischen und nationalen Symbolen und Ritualen beschäftigt und mit der Bedeutung von kollektiver Identität bzw. dem Ausscheren aus solchen kollektiven Identitäten. Sie hat sich mit manchen Werken auch explizit politisch geäußert, also zum Beispiel gegen die israelische Besatzungspolitik im Westjordanland. Hat aber auch in einem Videozyklus zum Beispiel eine Art historische Fiktion entwickelt, nämlich die, dass 3,3 Millionen Juden aus der gesamten Welt nach Polen zurückkehren und da eine jüdische Gemeinde wieder aufbauen. Das endet dann im Grunde genommen damit, dass doch wieder ein Lager gebaut und sie alle im Lager landen. Sie ist... Genau, vielleicht ein Zitat zu ihren eigenen Arbeiten. My world as an artist is to open the imagination and to rethink history and rethink our future. I wanted to create my own future somehow. So, und damit würde ich sagen, ist sie in dieser Ausstellung genau die Richtige, weil es eben darum geht, nicht nur Geschichte zu erzählen, wie sie war, sondern auch Geschichte zu konstruieren, historische Narrative zu entwickeln, die vielleicht anders sind als die, die man jetzt vielleicht als Mainstream bezeichnen würde. Wobei ich sagen würde, auch professionelle Historikerinnen und Historiker erzählen natürlich nicht einfach nach, was in der Vergangenheit passiert ist.
Geschichte zu schreiben ist immer eine Art von Konstruktion und hängt immer daran, welche Fragen man eigentlich an die Vergangenheit stellt. Das Beispiel, auf das ich jetzt vielleicht kurz eingehen möchte, ist dieses Werk hier, so eine große Steinplatte, die auf den ersten Blick den Eindruck erweckt, dass es sich um eine Art Fossil handelt. Also das ist so ein Format, was wir eigentlich aus Museen für Ur- und Frühgeschichte kennen, wenn uns irgendwelche Versteinerungen gezeigt werden. Man sieht hier aber nicht irgendein natürliches Objekt, sondern ein Maschinengewehr, das versteinert ist und von dem ich deshalb sagen würde, es wird von Yael Bartana dargestellt im Modus des Futur 2. Also es wird gewesen sein. Sie greift nicht in die Vergangenheit, sondern sie greift in die Zukunft, in der dann irgendwann mal dieses Maschinengewehr ein historisches Fossil sein wird. Damit greift sie auf unterschiedliche, also wirklich auf diverse Arten in Zeitstrukturen ein. Es geht um Vergangenheit, es geht um die Gegenwart und es geht auch um die Zukunft. Einen persönlichen Bezug kann man vielleicht noch darüber herstellen, dass in Israel ja alle Frauen zur Armee gehen. Das heißt, Yael Bartana wird in ihrer Armeezeit selbst so ein Maschinengewehr in der Hand gehabt haben und setzt sich damit natürlich auch mit ihrer eigenen Biografie irgendwie auseinander. Im Grunde genommen stellt sie für mich die Frage, was irgendwann auf dem Schrotthaufen der Geschichte landen soll. Und hier liegt die Antwort in der Vitrine. Wir haben hier in der Ausstellung auch noch ein anderes Werk, das sehr eng mit einer biografischen Erfahrung und Geschichte verknüpft ist, nämlich ein Werk von Ramesh Daha, das basiert auf Luftaufnahmen des Konzentrationslagers Dachau, in dem ihr eigener Großvater inhaftiert war. Und die hier, also man erkennt darunter noch das Schwarz-Weiß-Foto, die aber hier in gemalter Form verfremdet werden. Dazu, zu diesem Werk gehören auch, also zumindest in lockerer Verbindung, auch noch andere, mindestens ein anderes Werk, in dem sie auch Dokumente aus der Familiengeschichte zusammenstellt, Fotografien, Postkarten, die an ihre eigene Geschichte erinnern. Wenn ich jetzt als Historikerin nochmal mit ein bisschen aus der Vogelperspektive auf diese Kunstwerke blicke, dann stelle ich natürlich fest, dass das alles sehr zeitgenössische, moderne Repräsentationen sind, die sich auch sehr kritisch mit Geschichte auseinandersetzen, was ich sagen würde, was grundsätzlich auch eine Tendenz ist, im politisch eher linken Lager, also Geschichtsnarrative zu dekonstruieren, kritisch zu hinterfragen, zum Beispiel auch Geschichten von Minderheiten zu erzählen, Rassismus in der Geschichte aufzudecken und so weiter. Also grundsätzlich Geschichte eher gegen den Strich zu bürsten. Darüber sollte man natürlich nicht vergessen, dass es auch Kunstwerke in ganz anderer politischer Intention gibt. Also wenn man ins Deutsche Historische Museum zum Beispiel geht und sich da die Herrscherbilder anguckt, dann hat man natürlich eher eine affirmative Sicht auf Geschichte, die nationale Mythen aufbaut, wiederholt, auch affirmativ darstellt, also grundsätzlich Herrschaft eher stützt als in Frage stellt. Das ist für mich aber eigentlich nur die andere Seite der Medaille, nämlich dessen, dass Agenten der Bilder grundsätzlich irgendwie auch in historische Prozesse eingreifen. Und zwar sowohl was das Erzählen von Geschichte betrifft, als auch was die Gegenwart betrifft, als auch jetzt mit Blick auf Yael Bartana, das Eingreifen oder das Konstruieren von Zukunft betrifft und damit natürlich auch irgendwie Handlungsoptionen einschließt. Ich hatte jetzt in meinem Vortrag hatte ich auch ein Beispiel von Georg Baselitz, der gar nicht über seine Bilder in diesen Geschichtsprozess eingreift, sondern eher über Worte, also darüber, dass er ein Interview gibt, in dem er eine bestimmte Position zu bestimmten Kunstwerken entwickelt. Also die Art und Weise, in der Künstlerinnen und Künstler in historische Prozesse eingreifen können, ist extrem vielfältig. Wir haben hier in der Ausstellung The Invented History haben wir eine ganze Reihe von Beispielen, die auch mit Sicherheit nochmal eigentlich verdient hätten, dass man ganz im Einzelnen darauf eingeht. Also mich zieht zum Beispiel auch ein Werk von Akram Sattari sehr an, von einem libanesischen Künstler, das Glasplattennegative aufgreift,
die durch Zusammenkleben übereinander geblendet worden sind und damit einen wirklich sehr speziellen Blick auf die libanesische Kolonialgeschichte bzw. die Geschichte in der Mandatszeit entwickeln. Also es gäbe eine ganze Reihe von Beispielen, die man hier noch anführen könnte. Ich habe mich auf drei beschränkt und hoffe, dass ich meine Botschaft, dass Künstlerinnen nicht im Vakuum agieren, sondern immer auch in Geschichte eingreifen, irgendwie plausibel machen können.